Servus, liebe Wander-, Outdoor- und Buschkraftfreunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal. Ja, ich bin mal vor einiger Zeit gefragt worden, ob ich ein Loadout machen kann von meinem Zeug, was ich im Winter dabei habe. Das habe ich gemacht. Ich habe es hier auf den Tisch ausgelegt mit ein paar Variationen, weil ich variiere immer ein bisschen. Und wenn ihr Lust habt, das zu sehen, bleibt es einfach dran. Als erstes möchte ich anfangen mit meinem Rucksack natürlich. Und das ist der Tasmanian Tiger Tupperpack mit seinen 45 Liter hier. Ein super Rucksack, den habe ich im Winter immer dabei. Also, wer meine Videos kennt, der sieht mich damit rumlaufen. Da habe ich das eine Erweiterung gemacht mit zwei Pouches. Das sind die 9er Pouch, auch von Tasmanian Tiger. Die haben ein riesen Volumen. Also, da geht jetzt hier locker 1 Liter Flaschen, zwei Stück nebeneinander rein und dann auch mal was anderes noch oben drauf. Also, die haben wirklich wahnsinnig viel Platz. Mein Gewicht beim Rucksack kommt im Winter selten über maximal 20 Kilo. Als Schlafsack benutze ich immer den Alexika Billig-Schlafsack. Den hat mich mal gerade so, ich glaube, 40 Euro damals, das war ein super Angebot, gekostet. Mittlerweile kostet ein bisschen mehr, wenn es ihn überhaupt noch gibt. Ich weiß gar nicht. Hat so eine Komfortzone plus 1 bis angeblich extrem minus 22 Grad. Also Komfortlimit steht minus 5. Das kommt auch ungefähr hin. Ich habe das ausprobiert bei minus 5. Da wird es aber schon. Ja, grenzwertig eigentlich. Okay, mal zu dem, der ist groß, ja, ich habe viel Platz drin. Ich bin eigentlich so weit zufrieden. Wärmekragen und so, wenn man zumacht, passt das schon. Und wenn nicht, dann kann man ja noch einen Poncho-Liner hinzufügen. Der ist hier von Miltec, der klassische Poncho-Liner, den man so kennt. Aber was besser ist die Swagman Roll. So heißt das Ding hier von Helicon Tex. Sehr geil, habe ich schon ausprobiert. Ist ein Poncho, also ein eigenständiger Poncho. Ich zeige es mal in die andere Kamera mit den Bildern. Kann man als Sommerschlafsack, als Inlay für den Winter benutzen, als Decke zum Draufsitzen oder, was eben auch nochmal cool ist, als Underquilt für die Hängematte. Also wirklich universal einsetzbar, das Ding. Top-Geschichte. Ja, dann Unterlegmatte habe ich die Elefantenhaut immer dabei gehabt. Dabei gehabt aus dem Grund, ich habe jetzt ein bisschen variiert wieder mal. Und zwar Neues hinzugekommen zu meiner Gruppe hier, die Outdat Unterlegfolie. Kann man auch als Tarp dann aufspannen, wenn man möchte. Es gibt Ösen da drin. Wie gesagt, ich verlinke alles unten rein. Keine Sorge, wenn ihr da genaue Details sehen wollt, schaut es in die Infobox. Da verlinke ich alles nochmal. Die Elefantenhaut ist super. Ich bin immer sehr zufrieden mit der. Ist allerdings ein bisschen schwerer. Die Audat hier wiegt weniger, um einiges. Das genaue Gewicht kann ich nicht sagen. Ich habe keine Briefwaage oder sowas. Aber ich fühle das ja. Ich weiß ja, was mir gut tut und nicht. Und das hier ist um einiges mehr Gewicht als wie jetzt diese hier. Allerdings muss man auch dazu sagen, die hier hat halt wirklich einen extrem guten Stechschutz. Ein paar Brandlöcher sind drin und so weiter. Kann man nicht verhindern, kommt mal vor. Bei dem bin ich dann noch nicht so sicher. Ich bin es gerade am Testen. Ich habe es einmal benutzt. Trocken war es, na klar. Wasserabweisend, aber natürlich spürt man da schon die Äste oder was drunter liegt. Muss man ein bisschen besser aufräumen, einfach den Waldboden geht da schon ein bisschen durch, wird aber deswegen nicht gleich kaputt gehen. Ja, mein Tarp ist das von AquaQuest, das Ultralight. Tja, bin ich auch sehr zufrieden, habe ich im Sommer wie auch jetzt im Winter. Baue ich immer als erstes auf, dann habe ich Platz unten mein Biwaksack, den habe ich jetzt von Carinthia, das ist der Observer Plus, Biwaksack aufzuspannen und bin auch sehr zufrieden mit dem Biwaksack. Habe ihn jetzt schon im Schnee ausprobieren dürfen beim Sascha und beim Atze oder mit dem Atze in Tirol. Und ja, also morgens habe ich dann, normalerweise lässt man ja das Kopfteil ein bisschen offen, dass dann die Luft zirkulieren kann wegen Kondenswasser und so. Aber durch die Kälte, durch den starken Wind musste ich das da mal schließen. Und siehe da, tatsächlich ist natürlich ein bisschen Kondenswasser am Kopfbereich gewesen. Das kann man dann aber einfach mit einem Tuch mal wegwischen, dann ist es nicht mehr so schlimm. Hauptsache, es war warm. Und es macht natürlich am Kopf gerade sehr viel aus, wenn man unter diesem Biwaksack oder im Biwaksack vielleicht allgemein. Ich habe jetzt noch nie einen anderen getestet außer den und muss sagen, bin begeistert. Allein schon wegen dem schnellen Aufbau und das Abbauen. Das geht so gut. Also gleich gute Erfahrungen gemacht. Bin sehr zufrieden damit. Ja, Isomatte ist die Expat UL. Tolle Sache. Hört sich zwar ein bisschen komisch an, wenn man drauf rumrutscht. Quietscht ein bisschen, aber ist sehr bequem. Gleicht den Boden aus. Keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wintertauglich, jein.
Also man muss schon ein bisschen was tun. Sagen wir mal, entweder der Schlafsack ist dann gut dick. Also ich merke da schon, dass es vom Rücken her oder wenn ich auf der Seite liege, einfach kühl vom Boden abstrahlt, aber nicht unerträglich kalt bis jetzt. Weil wie gesagt, minus 5 Grad maximal vom draußen übernachten her. So, aber es ist halt wie gesagt eine schöne Gewichtsersparnis und ich bin einfach immer wieder glücklich damit, dass allein, sage ich mal, die Unterlegmatte, das Tarp und die ISO so wenig Platz brauchen, finde ich absolut genial. Ja gut, mein Pouch mit dem ganzen Besteckzeugel und so weiter, habt ihr ja schon oft genug gesehen. Wichtig, auch im Winter, fast auch im Sommer immer, die gefütterten Handschuhe. Im Winter wärmen sie ein bisschen, haben 2 Euro gekostet, sind mega billig. Ich aus so einem Baugeschäft, nicht Baumarkt, dass es eher so Bauarbeiterartikel gibt, Schutzhosen und so ein Zeug. Da habe ich die mitgenommen für 2 Euro. Und das Tolle ist, man kann halt auch eben heiße Sachen für eine gewisse Länge, eine gewisse Zeit gut anfassen. Braucht man auch, verbrennt sich nicht die Finger. Deswegen habe ich die auch im Sommer immer dabei mit dem Gefütterten, weil dann habe ich keine Sorgen, mal die Buschbox umzustellen, wenn die gerade nicht so passt oder so. Es geht rucki-zucki, kein Problem. Wegen Essenszeugs, ja, da variiere ich gerne zwischen den Helikontex, Becher mit Deckel hier. Da drin ist dann mein komplettes Feuerset. Das ist dann eine M71 mit Brennpaste und eine Ersatzdose Brennpaste. Oder wenn es mir vom Platz und Gewicht gerade ausgeht, nehme ich dann sehr gerne auch den Primetech, Primus Primetech mit. Kommt natürlich auch darauf an, was ich vorhabe zu essen draußen, was Leckeres kochen mag. Das ist natürlich toll mit dem ganzen Komplett-Topfset hier. Aber ansonsten platztechnisch und so weiter, diese Version. Eine Tasse doppelwandig hält die Wärme länger etwas und man verbrennt sich nicht beim Trinken. Habe ich gerne dabei. Habe ich nochmal von Michi zum Geburtstag eine zweite geschenkt bekommen, weil die erste ist mir kaputt gegangen. Dann Tatonka-Becher mit 2 Liter Flaschen jeweils von Helikontex habe ich ausgetauscht. Finde ich eine gute Sache. Da sieht man den Deckel, wenn ich abschraube, da ist schon eine Zipper dabei, standardmäßig und mit Sieb, also Ausgusssieb. Ein bisschen Dreck drin ist, wird es dann auch noch weggesiebt. Passt auch natürlich wieder mal hier in den Tatonka-Becher oder auch oben drauf, wie man es halt lieber hat. Da wackelt es nicht so. Ja, die Nalgene ist kaputt bei mir, die ist verbeult und abgefackt. Habe ich seltener dabei jetzt. Feuerstahl, Light My Fire. Natürlich die Buschbox, das ist die Titanausführung. Ich liebe das Ding, einfach genial zum Feuer machen. Brauche ich im Winter unbedingt. Heringe habe ich dabei aus Kunststoff, für einen weichen Waldboden überhaupt kein Problem. Für andere Sachen nehme ich dann nochmal die billigen vom Baumarkt, Campingabteilung mitgenommen, für ein paar Euro, 10 Stück. Meine Campingaxt, die Fiskars, schön leicht. Und oder, je nachdem, die Machete von Jäger. Je nachdem, was ich draußen machen möchte. Habe ich nicht immer dabei, also weniger als wie jetzt. Also momentan nehme ich am liebsten das Kraftmesser mit vom Norma und lasse das schwerere Zeugel zu Hause. Denn mit dem Kraftmesser hier für die 10 Euro oder 12, da kann ich wirklich super arbeiten, damit Holz spalten und mir was bauen. Wiegt halt auch viel weniger. Säge jetzt vom Lidl, die Klappsäge. Meine Barco ist mal wieder verschwunden. Die habe ich in Tirol liegen gelassen. Das ist wahrscheinlich jetzt unter so einer Schicht Schnee. Und als Standardmesser Light My Fire Mora mit Feuerstahl im Knauf oben, im Griff. Ja, Schneidebrettchen habe ich dabei fürs Essen oder vielleicht den Brenner draufzustellen, damit er nicht umfällt. Ein schöner Boden da ist. Ja, Kienspan, das gehört jetzt nicht unbedingt zum Wintersetup, aber ich wollte nur sagen, nochmal danke Atze für den Kienspan hier. Riecht zwar nicht mehr gut, aber kann man immer sehr gut gebrauchen, also nochmal danke dafür. Dann habe ich noch dieses Säckchen hier mit, da ist mein ganzes Schnurzeugs drin, von Paracord, verschiedenen Paracord-Schnüren, bis mein Expandern und ein Spanngurt. Alles immer so es ist jetzt wirklich so, das Säckchen ist damit voll. Mit dem, was ich wirklich brauche, ist es
nie zu viel und nie zu wenig. Also das passt gerade so. Ist echt toll. Wenn dann zwei Sachen drin liegen, ist auch nicht schlimm. Aber ich bin da ganz zufrieden mit dem Paket, wo ich mir da zusammen gebastelt habe. Poncho, je nachdem, wenn ich Gore-Tex dabei habe, weil es halt eben wirklich nur Regentage erwartet werden, nehme ich einen Gore-Tex mit wegen der Hose, der Bewegungsfreiheit, und den Poncho lasse ich dann zu Hause. Natürlich ist der Poncho auch ganz praktisch, denn wenn es im Schlafsack mal ein bisschen kälter wird, kann man sich vielleicht den noch drum machen, als Biwaksack-Zubehör, wie auch immer, bringt auch schon wieder ein bisschen Plusgrad. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal, das muss funktionieren. Also man kennt ja, Poncho wärmt einfach, dann schafft er das auch, kann man nochmal drum wickeln, dann ist noch ein bisschen wärmer. Die Daunenjacke hier, die war ja vom Decathlon für 20 Euro, meine ich gerade, ist mein Kopfkissen nachts, und wenn es mal zu kalt wird, kann man sich die wunderbar noch drunter ziehen. Ist zwar jetzt keine Schönheit, die Jacke mit der Kapuze und so weiter, aber naja, tut es auf jeden Fall. Wenn ich das jetzt nicht mitnehme, dann mache ich es mir ein bisschen einfacher wegen den Anziehsachen. Ich möchte nicht so viel anziehen eigentlich und ausziehen und wechseln. Dann schwitzt man dann wieder nicht und hin und her. Ihr kennt das bestimmt. Also die Jacke, die habe ich über dem T-Shirt immer als Standard dran. Jetzt auch oft zu sehen schon, ist immer diese Fließjacke hier. Die ist militärisch, also sehr gut. Die wärmt, die transportiert Feuchtigkeit nach außen, und wenn man schwitzt, also ganz toll. Bin sehr zufrieden und habe die auch an. Längere Zeit sogar noch, bevor es, also bei der Dunkelheit noch, beim Feuer machen und so, reicht mir die völlig aus, über diese noch drüber gezogen. Und eine ganz schöne Sache ist auch militärisch hier diese, ja, Schneeanzug, der nennt sich Loft, beziehungsweise Michelin sagen auch viele dazu, weil der so fett ist. Das sieht halt aus wie ein Michelin-Männchen, aber der wärmt brutal. Also das sind hier die Thermohose, da habe ich auf den Moos auf den Nassen gesetzt bei minus 3 Grad. Kein Problem, war wie im Schlafsack. Dazu gehört dann die Jacke noch. Könnt ihr schon sehen, da ist er wirklich dick. Probiere ich jetzt zur Zeit gerade aus. Es gibt auch Taschen hier, richtige Innentaschen gibt es. Sehr gut, wasserabweisend. Es perlt richtig schön ab, wenn es regnet. Hätte ich nicht gedacht, fühlt sich gar nicht so an, aber es perlt wirklich wunderbar ab und wärmt wie ein Schlafsack. Das macht natürlich schon mal viel aus, wenn man davor... Also normal ist ja so, du machst dein Feuer, wenn das aus ist, dann, naja, dann gehst halt schlafen, aber das hält schon viel ab da, diese Kombination des Thermoanzugs. Ja, was habe ich noch? Eine Fließmütze. Aus dem Grund, Wollmützen, die vertrage ich irgendwie nicht. Nach einer Zeit fängt es einfach zum Jucken an, das ist mir unangenehm. Passiert bei der Fließmütze hier von Trooper ist die, passiert mir das nicht. Und ein Buff, also so ein Schlauchschal. Immer praktisch, wenn es zu kalt wird am Hals nochmal. Habe ich jetzt aber mit dem Loft-Anzug nicht mehr gebraucht. Also kann man da auch schon mal schauen. Ja, ein Dreieckstuch noch. So, wie ihr gesehen habt, an sich ist gar nicht so viel. Natürlich kommt dazu noch das Essen, je nachdem. Ist ja logisch, was brauchen wir nicht drüber reden. Und je nachdem, was ich halt am Wasser ungefähr brauche. Im Winter sind es circa 2 Liter. Kommt halt eben jetzt auch wieder drauf an, ob ich mir viele Suppen mache. Ich mache mir sehr gern Tee, Ingwertee auch, und... Ja, 2 Liter, das kommt schon gut. Da kommt man schon gut aus für eine Nacht. Bei 2 Nächten würde ich auf jeden Fall 3,5 Liter locker mitnehmen wollen. Vielleicht hoffen, dass es dann schneit. Dann kann man sich ja den Schnee auch schmelzen und so weiter. Genau. Tja, also alles in der Infobox nochmal drin, soweit ich das gefunden habe, hoffe ich. Sehen wir ja dann. Und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Ihr habt vielleicht ein paar Ideen bekommen oder ich habe ein paar Anregungen geben können. Ja, okay, alles klar. Dann war es das eigentlich schon. Dann freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen und so weiter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Und ich hoffe, mal wieder im Wald. Macht's gut, servus, ciao.